Was ist eigentlich cooler? Mofa-Roller oder eine richtig Oldschool-Mofa? Schauen wir mal. Der ein oder andere hat es über Instagram, wer mir da zumindest folgt, schon mal mitbekommen. Ich habe mir ganz spontan eine Mofa gekauft. Und zwar habe ich mir eine Vespa Piaggio C gekauft. Da konnte ich eigentlich nicht Nein sagen. Und zwar sieht das ganze Stück so aus. Naja, gerade gekauft. Es war aber gerade so ein Schnäppchen. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ist auch übrigens nicht für mich, sondern ist für die Pommesfrau. Weil die Pommesfrau nicht so gerne schalten tut. Das ist bei den Damen eher häufiger so, dass sie keinen Bock auf Schalten haben oder so. Wichtig war, oder der Grund, der Hintergedanke an dem Ganzen war ja, ein schönes, schnuckeliges, kleines Gefährt, womit man mal zum Bäcker, zum Onkel Doktor in die Stadt fahren kann. Und das halt eben völlig stylisch oder oldschool. Also haben wir mal ein wenig bei eBay Kleinanzeigen gestöbert und konnten dieses Schnäppchen ergattern. Denn wer sich mal die Preise anguckt, egal ob Roller- oder Mofa-Bereich, das ist gleich ebenso wie Simson-Bereich. Die Preise explodieren gerade und gehen durch die Decke hoch, 47. Denn nicht nur Mofas, auch Simson und alle anderen Zweitaktgeräte, die gehen preislich gerade förmlich durch die Decke. Hierfür haben wir 300 Euro hingelegt. Natürlich nicht im besten Zustand, aber sie läuft auf jeden Fall erstmal, ist mit Papiere, das ist auch schon mal wichtig. Und den Rest, das sind optische Sachen, die kriegen wir jetzt auch wohl hin. Bevor wir jetzt aber weiter ins Detail gehen, zeige ich euch erstmal jetzt komplett die Mofa an sich. Wir haben hier eine, wie ich gerade schon sagte, eine Vespa, eine C haben wir. Und das ist eine Mofa, laut Zulassung, Baujahr, Moment, einmal rein switchen hier. Und zwar einmal Baujahr 1989. Ja, der Zustand an sich ist ganz okay. Also wir haben hier so ein bisschen Flugrost teilweise dran. Halb so wild. Also vom Zustand her oder vom Gesamtzustand her eigentlich völlig okay und akzeptabel. Hier hat einer mal aus Douglasi-Dielen hat er mal so Trittbretter gebastelt. Die will ich noch ändern auf jeden Fall. Nicht wundern, die Seitenbleche habe ich einfach abgenommen. Die liegen nämlich hier vorne schon bereit. Dort liegen die. Und da der Raphael von seinem Schwalbe-Projekt noch ein schickes Skateboard über hatte, das schickes, wir werden das, die Reste davon, die neuen Trittbretter, die sehen dann auch erheblich stylischer aus. Ja, hier vorne auch so ein bisschen Flugrost dran. Hier war wahrscheinlich mal eine Führung für die Kabel, hier irgendwie so eine Halterung dran, die ist aber irgendwie ausgefranst. Kriegen wir hin. Die Räder oder die Reifen, da habe ich auch schon eine etwas größere Bestellung jetzt gemacht. Unter anderem halt eben auch die Reifen. Da sieht man, dass die halt schon ein wenig oder auch mehr porös sind. Das werden wahrscheinlich noch die allerersten sein. Die Felgen sehen an sich noch relativ akzeptabel aus. Was jetzt nicht akzeptabel ist, ist halt eben die Federgabel muss regeneriert werden. Da habe ich auch schon passendes Öl bestellt. Hier hinten sind noch Halterungen dran für Satteltaschen. Die mache ich aber wahrscheinlich ab. Muss ich mal gucken, wie ich das hinten hier verändere. Das weiß ich alles noch nicht. Da muss ich mir jetzt mal ein bisschen Gedanken machen. An sich technisch erstmal soweit in Ordnung. Auspuff hat auch ein bisschen Rost. Da ist auch ein neuer bestellt. Wie gesagt, eine größere Bestellung habe ich schon gemacht. Und ja, der Rest, das sind so Einstellungsklamotten. Also sprich, der Gashahn, der ist hier so ein bisschen läbberig. Das Ganze hier, alles so ein bisschen, der geht noch. Der andere Hebel, der ist ein bisschen schlimmer. Aber Klingel funktioniert. Hier ist auch schon mal ein neuer Bauten zurückgekommen für die Dekompressionshebel. Tachowelle fehlt noch. Wir haben jetzt hier einen Tachostand von, was haben wir denn hier? 5430. Wie gesagt, Tachowelle fehlt. Ich gehe aber mal davon aus, vom Allgemeinzustand her, dass wir so um die 10.000 Kilometer mehr wird das Ding nicht wirklich gelaufen haben. Kommen wir aber nochmal auf die Frage, die ich eingangs gestellt habe, nochmal darauf zurück. Sollte man sich eigentlich eher eine Mofa, also richtig eine klassische alte Mofa holen oder eher einen Roller, also Mofa-Roller halt. Zumindest was den 25 km/h Bereich betrifft, aber nicht unter anderem halt eben auch den 50 km/h, also sprich die Mopeds, würde ich immer eher zu einer Mofa tendieren, auch wenn sie arschalt ist, also richtig böse alt ist, weil man, oder wie gesagt, ich habe selber angefangen mit Mofas, mit 15 habe ich meine erste Mofa gehabt, war allerdings hier nicht so ein schönes Ding wie dieses hier, sondern war eine Peugeot 103, nee 101 war es sogar, die hatte noch nicht mal Federung, war im Baujahr 72, das ist hier im Baujahr 89. Grundsätzlich finde ich die Verarbeitung oder generell die Qualität der alten Mofas
immer noch ewig besser als von jedem Roller, den man auch nur annähernd kaufen kann. Ich bin ja auch ein paar Roller mal gefahren, diese Plastikdinger. Ja, wie ihr wisst, oder wer den Kanal ja schon länger verfolgt, der weiß, dass ich auch Simson fahre, aufgrund der alten Technik. Auf jeden Fall hat man hier noch richtig, ne, richtige Blechstärken. Und es gibt auch noch genug Teile, also gerade für die begehrteren Mofas, also sprich Hercules, Puch oder halt eben Piaggio, da gibt es auch noch zig Online-Shops, wo man Sachen noch bestellen kann. Würde ich dazu immer raten, sich definitiv erstmal, weil es ja nicht, weil es Retro ist, sondern weil es halt eben stylischer ist, mit einem Mofa zu fahren. Und ein viel wichtiger Punkt ist, glaube ich, Mofa-Roller sind meistens normale Moped-Roller, also 45 km/h-Roller, die gedrosselt werden, also sprich im Auspuff oder sonst was. Wir reden erstmal davon, dass wir legal fahren. Und ich glaube nicht, dass es für den Motor sehr prickelnd oder sehr toll ist, wenn ein normaler Roller von 45 auf 25 runtergedrosselt wird, weil der dann praktisch ja immer gedrosselt fährt. Das macht keinen Sinn. Und die neuen sind ja meistens über die CDI begrenzt und fahren dann wirklich nur 25. Der Vorteil jetzt, und jetzt kommt er, ne, wieder der Oldschool-Faktor. Diese Mofas hier, die durften logischerweise auch offiziell nur 25 fahren, die fuhren aber alle 30, 31, legal. Das heißt, die fuhren vom Werk aus locker so 30, 31 und das ist immer noch im Rahmen drin, das ja, offiziell möglichen, machbaren. Ich weiß gar nicht, wie da die Grenze ist, 5% oder 10% darf man drüber sein. Deswegen hat man hier immer den Vorteil, dass man mindestens teilweise schon mal 5 km/h wirklich, ja, schneller ist, das wirklich völlig legal ist, weil die vom Werk her aus schon 35 oder 31 gefahren sind. Deswegen würde ich definitiv immer mehr zu einem Mofa tendieren als zu einem Roller. Außerdem hat man tuningtechnisch, also sprich optische Geschichten, hat man viel mehr Möglichkeiten. Man kann jetzt anstatt so einem hohen Lenker, weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich habe ja noch von der fahrenden Bierkiste, da hinten habe ich ja auch noch mal so einen Lenker, der ist aber noch höher. Das ist auch ein Retro-Lenker. Dann habe ich aber noch eine Flatbar und dann habe ich noch so leicht gebogenen. Ich muss mal gucken, was hier so passt, weil der Scheinwerfer ja hier auch drauf festgeschraubt ist. Optisch-technisch muss ich mal schauen, was ich da mache. Ich würde sagen, ich baue mal ein wenig auseinander, guck mal so diesen Gesamtzustand so ein bisschen an. Tuning und solche Geschichten können wir ja später mal drauf zu sprechen kommen. Grundsätzlich soll das Ganze ja, wie gesagt, für die Pommesfrau sein. Farbetechnisch, lackieren mache ich jetzt nicht. Wichtig ist, dass das Ding jetzt erstmal auf die Straße kommt, technisch einwandfrei ist und erstmal so fährt, wie sie denn fahren soll. Diese ganzen Lackiergeschichten oder so, da sprich eine andere Farbe, das machen wir dann im Winter, wenn dann wieder mehr Zeit dazu ist und wenn auch keine Saison ist. Jetzt ist ja albern, jetzt wollen wir ja schnell fahren und nicht einfach ja, hier rumpimmeln. Also, los geht's. Also, das Hinterrad ist ja ein bisschen bescheidener auszubauen als bei Simson. Das geht natürlich dann da ein bisschen schwieriger. Wie man sieht, natürlich reichlich verspackt das Ganze. Das muss ich natürlich erstmal sauber machen. Musste ich leider jetzt ausbauen. Wie gesagt, normalerweise muss man da ja seltener dran, weil ich ja auch einen neuen Schlauch, beziehungsweise nicht nur einen neuen Schlauch, sondern auch einen neuen Hinterreifen drauf machen will. Deswegen muss man hier so ein bisschen, naja, ein wenig tricky das Ganze, aber jetzt nicht ganz unmöglich. Müssen dann beide Seiten alle ab. Aber, naja, das kriegt man auch wieder zusammen. Jetzt kann ich wenigstens schon mal den Reifen abziehen. Vorne mache ich gleich auch noch alles ab. Und dann habe ich dann erstmal schon mal so halbwegs alles auseinander, damit ich dann da fröhlich, wenn die Reifen kommen, ich glaube jetzt Samstag, Sonntag oder so kommen die Reifen. Ich weiß gar nicht, wann das Video online geht. Auf jeden Fall, es dauert noch heute, haben wir Dienstag. Es dauert also 5-6 Tage. Leider nicht so schnell wie andere Shops, aber naja, gut. Gucken wir mal, was wir da so sauber machen können und ob wir die Reifen auch runterkriegen. Und auch wenn man sich die ganzen anderen Teile mal anguckt, und zwar habe ich jetzt hier mal das ganze Hinterrad auseinandergenommen mit dem Getriebe. Das ist auf jeden Fall noch erheblich besser verarbeitet, wie bei den herkömmlichen neueren China-Rollern. Und die Bremsbeläge sind eigentlich sogar noch in Ordnung für ein Baujahr 1989. Da kann man also nicht meckern. Ja, das Ganze jetzt mal alles entfetten und sauber machen. Und dann kann ich gleich den Reifen abziehen und dann, dann können wir den neuen Reifen schon wieder aufziehen. Das mal nur als Beispiel. Ich will jetzt ja auch nicht in die ganze Folge machen, nur wie ich das ganze Ding auseinanderbaue. So, das soll in dieser Folge einfach nur darum gehen, erstmal welche oder ob man sich ein Mofa, Oldschool, klassisch Mofa oder halt eben einen neueren Roller holen sollte. Sprich diese Baumarktroller oder sonst was.
Ich würde, wie gesagt, immer wieder allein von der Qualitätsweise, wie die Dinger damals gebaut worden sind, dazu tendieren, immer wieder mir eine alte Mofa zu holen, weil man die immer wieder aufbereitet kriegt. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr davon sehen wollt von der Mofa, dann kann ich das Ganze ja mal noch mal ein bisschen begleiten, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wenn nicht, dann ja, seht das ja, wenn es irgendwann fertig ist. Und ich würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Was auch immer.